Was ist meine Berufung? Was ist meine Mission? Diese Frage haben einige, die zu mir kommen, auch zu Sessions, die auf der Suche sind nach dem, was ihre Seele sozusagen geplant hat, zu verwirklichen, bevor sie hierher kamen. Und diese Suche nach dem Seelenzweck, nach dem Seelenplan und nach der Mission ist sehr verständlich und vor allem auch, das stelle ich auch immer wieder fest, vor allem auch unter euch Lichtarbeitern, Lightworkers, sehr zentral. Und das heißt, einige kommen dann zu mir mit diesem Anliegen, ja, ich möchte herausfinden, was denn meine Mission hier ist. Was ist meine Berufung? Was ist mein Seelenzweck? Und darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen, denn was auch deutlich wird in den Gesprächen, die ich mit den Menschen habe, in den Sessions, die ich mit den Menschen habe, ist, dass ganz oft oder immer wieder gezeigt wird, dass das, was an Suche da ist nach Sinn und nach Mission, hat manchmal den Ursprung nicht in dem, was wir denken. Okay, ich erkläre das jetzt mal kurz. Also, viele von euch, auch viele Lichtarbeiter von euch, die sich bewusst sind, die das Gefühl haben, ich kam hierher, um der Menschheit zu helfen, ich kam hierher, um zu dienen, um etwas zu geben, um etwas voranzutreiben, vielleicht auch um etwas zu verändern und positiv zu unterstützen, wissen aber nicht, wie sie das machen sollen und sind dann auf der Suche nach dem Wie. Und einige von euch sagen auch, ich weiß gar nicht, was, also die Frage ist ja manchmal so, ja, wenn du auf der Suche nach deinem Seelenplan oder Seelenzweck bist, dann schau doch, was sind deine Leidenschaften, was gefällt dir, was spricht dich an? Und da sagen viele, ich weiß es gar nicht, was meine Leidenschaften sind. Ich weiß es gar nicht, was meine Passion ist. Ich weiß es nicht. Und das ist der erste Punkt, an dem ich ansetzen möchte. Denn zunächst mal musst du, wenn du wissen und erfahren möchtest, was deine Berufung oder deine Mission hier ist, musst du erstmal ganz, ganz tief in Kontakt mit dir kommen. Auch in den Kontakt mit dem, was ist da? Eben auch an, wo zieht's mich hin? Was spricht mich an? Was begeistert mich vielleicht? Ja, und es ist so, dass manchmal die Menschen zu mir kommen mit diesem Wunsch, ich möchte gerne wissen, was meine Mission ist, damit ich losgehen kann und starten kann, ja, die da draußen erfüllen kann und aktiv werden kann und loslegen kann. Aber die Frequenz, die da dann mitschwingt und was dann oft einfach auch transparent wird, ist, dass dieses Tun wollen und sich verwirklichen wollen oder die Mission verwirklichen wollen im Außen eine Tendenz zur Flucht hat von dem, was innen ist. Also einige, die auf der Suche sind nach ihrer Berufung und ihrer Mission, sind zum Beispiel innerlich an einem Punkt, wo sie vielleicht depressiv sind oder unzufrieden oder sich leer fühlen. Ja, also auch diese Suche nach, ich möchte einen Sinn, ich brauche da was und ich möchte auch was geben. Aber es ist, der Ursprung des Ganzen ist ein, ich möchte mich nicht mit dem auseinandersetzen, was gerade in mir ist. Zum Beispiel diese Leere, zum Beispiel die Depressivität, Traurigkeit, Einsamkeit, also dieses Mangel an irgendetwas oder auch dieses noch nicht alles geheilt haben innen, kann dazu führen, dass man dann eben dazu tendiert, im Außen etwas tun, etwas schaffen zu wollen, kreieren zu wollen, aufbauen zu wollen, leben zu wollen, um vielleicht dann auch diesen Schmerz oder diese Lücke im Inneren nicht empfinden zu müssen.
Und wenn du auch auf der Suche bist nach deiner Mission, dann ist der erste Schritt für dich, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, dass du annimmst, wo du gerade stehst. Okay? Das heißt, diese Suche oder diese Sehnsucht zu erfahren, was ist hier mein Sinn und Zweck, darf dich nicht wegführen von dem Eigentlichen, was ist in dir, sondern im Gegenteil, es beginnt immer mit dem, was ist in uns. Und dieses, was in uns schwingt, transportiert sich dann nach außen und wird verwirklicht als etwas, ja, also manifestiert sich im Außen. Okay, aber dafür musst du erstmal annehmen, was im Inneren ist und darfst dich nicht flüchten in die Identifikation mit ich bin Lightworker, ich bin Lichtarbeiter oder ich bin Erdenengel oder ich bin Abgesandter der Arcturians oder der Plejaden oder so, ja, das ist alles in Ordnung, aber das darf dich nicht wegführen und sozusagen ein Defizit, das du in dir hast, tief in dir, oft auch unbewusst, das dann zudecken, weil dann führt es dich nicht in deinen Purpose, in deinen Sinn, sondern eher davon weg und es wird dich dann auch nicht zufriedenstellen. Das heißt, am Anfang steht erstmal dieses, wo bin ich? Was gibt es in mir noch irgendwie vielleicht zu heilen, aufzulösen? Denn wozu du vermutlich gekommen bist, was ein Teil deiner Mission ist, ist das Leben auszukosten, ja, die Facetten des Lebens auszukosten und wenn du diesen Impuls verspürst, dienlich zu sein, auf irgendeine Art und Weise behilflich zu sein, den Mitmenschen. Und aber damit du das kannst, also wenn du zum Beispiel Leiden lindern möchtest, ja, oder Traurigkeit aufheitern möchtest, dann ist es wichtig, dass du das für dich erstmal gemacht hast, dass deine Traurigkeit gelindert ist und aufgehellt, deine Nacht heller ist, dass deine, dass das, was an Schmerzen und an Ungeheiltem, Ungelöstem in dir, was da noch ist, dass das heil werden darf. Und du damit, weil das ist dann eine andere Frequenz, die du aufbaust, eine andere Schwingung, also Heilung schwingt ja anders oder Heilsein schwingt anders als verwundet sein. Und mit dieser Schwingung des Heilseins kannst du vibrationally, schwingungstechnisch, frequenziell den Menschen mehr behilflich sein auf dieser Ebene. Okay? Aber es ist wichtig, dass du dich nicht flüchtest in ein Bild, in eine Vorstellung von, ich möchte eine Mission erfüllen, ich möchte hier, keine Ahnung, eine Firma aufbauen oder ich möchte hier was auch immer manifestieren, ja, oder verwirklichen oder umsetzen, selbst wenn es mit der besten Intention ist für andere. Es beginnt mit dem, dass du dein Licht innen aufdeckst und dein Licht innen zum Strahlen bringst. Das heißt aber, dass man halt in sich aufräumen muss. Und ein Teil deiner Aufgabe hier, wie in jedem Leben, ist zu gucken, was ist da und wie kläre ich das, was ich nicht mehr brauche, was nicht mehr hilfreich ist für mich in meiner Entwicklung, in meiner seelischen Entwicklung, in meiner ganzheitlichen Entwicklung. Denn wenn du dich da hinein entwickelst, in dein ganzes Sein, auch in dein ganzes Göttlichsein, in dein ganzes Schöpfersein, in dein ganzes Liebesein, Quellesein, wenn du dich da hinein entwickelst, dann ergeben sich Synchronizitäten und Schritte im praktischen Außen, im Tun automatisch, die dich in diese Mission, in diese Sinnhaftigkeit hineinführen. Aber wenn du merkst, ich suche schon seit Jahren nach meinem Lebenssinn und ich finde ihn nicht und ich will meine Mission wissen und ich will mich doch einsetzen, dann merkst du, da ist Widerstand da. Du merkst, du läufst gegen eine Wand oder gegen ein
die Hülle einer Seifenblase, ja, wenn es keine Wand ist, wenn es nur zart ist, aber das geht nicht vorwärts. Und das ist eben oft ein Zeichen, dass du noch nicht bereit warst bisher, dich mit dem, was in dir ist, auseinanderzusetzen. Und dann wirklich diese Arbeit in dir zu tun, zu leisten. Und das Nächste, was da mitspielt, ist, dass dieses, was du im Außen tun wirst, ist lediglich eine handfeste Manifestierung von dem, was du bist. Also es geht nicht mal so sehr um das, was du tust, sondern was du bist, ist deine Mission. Und das kann für viele sein, dass die gar nichts groß im Außen schaffen, obwohl sie eine große Mission haben. Aber dass das, was sie innen sind, was sie in jeder Begegnung mit den Menschen sind, frequenziell, ist ihre Mission, was sie da transportieren, was sie da verschenken, was sie da weitergeben. Macht dir auch wieder bewusst, alles, was du hast, woraus du manifestieren kannst, woraus du kreieren kannst, ist die Energie und die Frequenz im Augenblick, im Jetzt. Denn nur im Jetzt, mit deiner Schwingung jetzt, kannst du erschaffen und kreieren. Und wenn deine Schwingung jetzt im Defizit ist, ja, in Feststecken, in Unzufrieden sein, in eigentlich etwas anderes wollen, als du vielleicht gerade lebst, dich leer fühlen, vielleicht auch ziellos, planlos. Ja, das sind nicht angenehme Gefühle, das ist nicht schön. Aber wenn das deine momentane Frequenz ist, kannst du nicht erwarten, dass du deine Lebensmission manifestierst und kreierst und findest. Ja, geht nicht, weil du anders schwingst. Erst wenn du so schwingst, ja, dass es ein Match ist zu deiner Mission, zu deiner Aufgabe, dann, und das ist der nächste Teil, dann lass deine Mission dich finden. Du musst sie nicht suchen. Du musst sie auch nicht hinterherlaufen. Sie wird auf dich zukommen. Deine Seelenaufgabe wird dich finden. Wenn du das tust, wenn du bereit bist, dich so anzunehmen, wie du bist, jetzt nicht zu sagen, oh, hätte ich denn dann das schon alles gemacht, so wie du jetzt bist, denn in dieser Annahme gibst du den Widerstand auf gegen das, was dir nicht so gefällt an dir, in dieser Annahme, und findet die Transformation auch viel leichter statt, und du wirst spüren, du musst keiner Berufung hinterherjagen. Sie wird dich finden. Denn sie wird Ausdruck sein dessen, was du bist. Okay, nur die Verlängerung dessen, was aus dir herausstrahlen wird. Für heute wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal.